Ich freue mich, dass ihr bei diesem neuen Video eingeschaltet habt und heute schauen wir uns mal zwei Wachse im direkten Duell an. Wir hatten in letzter Zeit viele, viele Detailer. Wir hatten viele Anleitungen, auch wieder etwas zum Thema Polieren, Auspuffpolieren und so weiter. Auch viel im Innenraum, Display. Also die Themenvielfalt ist auf jeden Fall gegeben. Und was wir einfach lange nicht mehr hatten, war ein schöner Wachsvergleich. Und da habe ich euch mal zwei Wachsen mitgebracht. Und zwar, heute gehen wir mal so ein bisschen, heute machen wir mal so das Länderduell, auch das Preisduell und schauen generell, ob sich diese Produkte auch eignen für die kommenden Herbstmonate. Wir sind ja auch mittendrin. Wir haben teilweise nachts hier 4 bis 5 Grad aktuell. Am Tag so 15, 16. Viel Wind, Regen ist auch dabei. Also eher Schmuddelwetter, sagt man so. Und jetzt ist die Frage, sind solche Wachse überhaupt so für diesen Moment geeignet oder sollten wir vielleicht auf was anderes umsteigen? Und gleichzeitig, also ihr merkt, es ist viel los in diesem Video. Gleichzeitig testen wir mal hier den Chemical Works Hand Wax Applicator, weil der passt sehr gut zu einem hier der Wachse, was ich hier mitgebracht habe. Wir gucken uns das mal an. Hier die zwei Kandidaten. Ihr kennt diese Wachse schon, beziehungsweise sind die nicht nagelneu, aber ich wollte die einfach mal auch ins Länder- und Preisduell nehmen. Und zwar haben wir hier einmal das Soft 99 Super Splash. Andreas hat uns das Wachs ja gezeigt und es hat eine riesengroße Fangemeinde aufgebaut, auch weil es einfach preislich eigentlich unschlagbar ist. Ne? Es lässt sich übelst leicht verarbeiten. Es hat einen absolut wahnsinnigen Abperleffekt. Es hat eine vernünftige Standzeit und zusätzlich natürlich auch von der Menge ist hier alles gegeben. Das Einzige, was ihr hier direkt entsorgen könnt, ist der Applicator, der mitgeliefert wird. Der ist wirklich Schrott, ganz klar. Und deswegen habe ich euch den Applicator mal mitgebracht. Der war lange ausverkauft, war auch schnell ausverkauft. Es ist wieder genug verfügbar. Kandidat Nummer 2 ist hier das Handwax von Koch Chemie. Das haben wir auch einmal kurz im Video im Test gehabt. Ich will es jetzt aber auch nochmal in den Langzeittest nehmen und da bietet sich einfach der Vergleich an, weil jetzt kommt's. Hier haben wir, ich glaube, 175 ml. Ich gucke mal drauf. Ja, genau, 175 ml. Das Wachs kommt original natürlich auch nochmal mit einem Applicator und auch nochmal, also einem Schaumstoff-Applicator und nochmal mit einem Mikrofasertuch. Das habe ich euch auch schon gezeigt. Das habe ich nicht mehr. Das ist irgendwo verschwunden, weil es von der Qualität her nicht sehr gut war. Und diese beiden Wachse gehen mal in den direkten Vergleich. Hier haben wir ein Preisgefüge von 25, 26 Euro in der Richtung, manchmal kostet sogar 1 Euro günstiger, für das gesamte Füllvolumen, was hier drin ist. Und hier haben wir einen Preis von diesem Set von knapp 100 Euro. Ich habe es auch schon mal für 95 und 92 Euro gesehen. Es gibt aber auch Angebote jenseits der 100 Euro. Also hier haben wir wirklich im Groben und Ganzen den vierfachen Preis und weniger Füllmenge. Und jetzt ist die Frage, Japan oder Deutschland? Welches Wachs kann sich hier durchsetzen? Wir gucken uns die verschiedenen Eigenschaften an. 50-50 Vergleich, Langzeittest und wir ziehen danach unser Fazit. Jetzt geht's los. Den Applicator, den schauen wir uns heute mal genau an, weil der passt ideal zum Soft 99 Wachssortiment. Sieht folgendermaßen aus. Sehr schön vom Griff. Oben habt ihr dann auch nochmal das Ganze ein bisschen abgesetzt. Ich hoffe, das wird hier einigermaßen über die Kamera sichtbar. Hier habt ihr oben einen schönen Griffbereich und natürlich fürs Wachsauftragen ideal. Das ist ein gleichmäßiger Schaumstoff hier von der Verarbeitung her, von der Härte her. Und hier unten habt ihr dann wirklich einen ganz, ganz weichen Schaumstoff. Das sieht man auch, wenn ich das hier zusammendrücke, drückt sich der Schaumstoff wirklich wesentlich leichter ein. Das erinnert mich hier an so ein richtig schönes Sealing Pad zum Beispiel, in dem man auch Wachse oder Versiegelung auftragen kann. Also es ist wirklich sehr, sehr weich. Man sieht es auch hier, wenn ich es zusammendrücke, drückt das hier oben komplett ein. Also das heißt, es legt sich auch schön an Rundungen, an den Ecken und Kanten und es liegt halt einfach perfekt in der Hand. Jetzt will ich euch mal zeigen, warum ich das für diese Soft 99 Wachs auf jeden Fall euch definitiv empfehlen kann. Seht hier, Dose einfach aufhebeln. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, warum. Das passt nämlich direkt hier in die Wachsdose rein. Bis zum Rand. Das heißt nicht, dass es irgendwie zu groß oder zu klein ist, sondern das passt hier 1:1 in diese Wachsdose. Und dann könnt ihr das hier drin drehen, vielleicht eine Viertelumdrehung und so wunderbar rausnehmen. Und habt im Außenbereich dann überall das Ganze mit Wachs benetzt und danach habt ihr eine schöne gleichmäßige Verteilung. Das gucken wir uns gleich an, wie das funktioniert. Und wir fangen hier drüben an mit dem Kochchemiewachs, weil das muss, glaube ich, so 10 bis 15 Minuten ablüften, bevor wir es auspolieren. Beim Soft 99 Super Splash geht das ein bisschen schneller, deswegen fangen wir hier drüben mit dem Kochchemie an. Ja, ganz easy, einfach. Und das ist eigentlich überhaupt kein Problem von der Anwendung her. Oben den Deckel abnehmen, hier unten ist nochmal so eine kleine Schutzkappe drunter, die nehmt ihr auch noch mit runter. Und dann haben wir hier dieses gelbe Wachs, sieht man hier nochmal schön in der Dose drin. Vom Duft her nicht irgendwie markant, riecht typisch nach einer Kerze, also typischer Kerzenwachs, ist natürlich kein Kerzenwachs, aber Karnauberwachsanteil mit drin. Und sehr, sehr angenehm. Hat aber keinen fruchtigen Duft, außer für jemanden, der das unbedingt bevorzugt. Jetzt gehen wir mit dem Applicator rein. Das seht ihr hier. Ein bisschen was auf dem Applicator.
Jetzt können wir erstmal ein bisschen prüfen, wie das Ganze sich verteilen lässt. Und das Schöne ist, der Applicator ist halt echt wunderbar dafür geeignet. Das heißt, ihr könnt jetzt hier richtig schön das Wachs gleichmäßig verteilen. Ihr könnt euch auch auf der anderen Seite noch ein bisschen was drauf machen. Also die Menge an Wachs, die ihr hier benötigt, ist so gering. Da könnt ihr hier richtig viel, viel und lange mit so einem Wachs arbeiten. Das gilt für alle Wachse. Also das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt das, wenn ihr einfach mal so ein bisschen Grund verteilt habt hier, könnt ihr auch hier so ein paar Vorräte auf die Fläche verteilen. Das ist überhaupt kein Problem. Da machen andere Wachse viel mehr Probleme, dass sie dann irgendwelche Schlieren oder so bilden. Und jetzt kommen wir hier einfach in kreisende Bewegung. Deswegen ist ja der Griff so gut. Wir können in kreisende Bewegung problemlos drüber gehen. Eine richtig schöne Verteilung erreichen. Ich hole euch auch gleich nochmal hier drüben mit ran, dass ihr diese Verteilung auch besser sehen könnt. Und dann haben wir eine richtig schöne, gleichmäßige Verarbeitung. Ich hole euch mal mit der Kamera hier ran. So, dann könnt ihr das jetzt deutlich besser sehen. Ja, meine Haube hat auch schon ein paar Steinschläge abbekommen. So ist es halt einfach. Also diese weißen Punkte hier. Steinschläge, bleibt nicht aus. Wichtig ist, dass ihr hier, wenn ihr hier mit dem Applicator drüber geht, wirklich einen schön geschlossenen Film habt. Nicht, dass es irgendwie so abreißt von der Verteilung her. Das ist ganz, ganz wichtig. Also kontrolliert das auch nochmal. Ihr könnt das aber auch in Bahnen verarbeiten. Ich mache das immer so, das mache ich bei allen Wachsen. Ich verteile es erstmal hier in dieser kreisenden Bewegung. Also das geht mit dem Applicator einfach traumhaft. Ihr seht auch, außen lang bildet sich dann hier der Wachsring sozusagen. Gehen wir nochmal hier drüben lang. Und damit habt ihr einen geringen Verbrauch. Nehmt nicht immer und immer wieder frisches Wachs aus der Dose. Sonst habt ihr hier massenweise an Wachs, was ihr auspolieren müsst. Da können manche Wachse anfangen, hier zickig zu werden und zu schmieren. Und das lüftet ewig nicht ab. Wirklich, haltet es entspannt. Das Wachs kann auch mal hier so 2, 3, 4 Minuten offen stehen. Das soll das locker aushalten. Und jetzt gehen wir hier in Längsbahn drüber. Das ist meine Taktik. Weil so habe ich eine richtig schöne Verteilung hier auf der Oberfläche. Wir schieben uns jetzt oben und unten so einen leichten Berg auf, ne? Wenn wir hier oben immer den Turn machen. Und deswegen gehen wir am Ende, muss ich schön konzentrieren, nutzt auch das Deckenlicht dazu. Deswegen gehen wir am Ende einfach nochmal an der Kante lang, nehmen hier unten die ganzen aufgeschobenen Wachsanteile mit, gehen hier hoch, machen dasselbe hier oben auch und enden hier oben an der Ecke. So, also hier seht ihr, das muss ein ganz, ganz leichter Film sein, der hier drauf ist. Alles andere ist komplette Produktverschwendung. Also schön, schön gleichmäßig auftragen. Und dann klappt das sehr, sehr gut. Hier seht ihr auch nochmal den letzten Strich, den ich gemacht habe. Das lasst jetzt 10 bis 15 Minuten ablüften. Es sind ungefähr so 16, 17 Grad hier drin gerade. Also alles entspannt. Aber jetzt können wir wirklich die Dose schließen und dann drüben das Super Splash auftragen. So, dann sind wir auf der anderen Seite mit einem meiner absoluten Wachsfavoriten. Soft 99 Super Splash neben dem Kiwami. Preis-Leistungs-Verhältnis absolut Bombe, wie ich finde. Jetzt gehen wir hier mit dem Applicator in die Dose rein. Das passt wirklich, wie als hätte man einen Applicator für die Wachsdose konzipiert. Das ist wirklich sehr, sehr schön vom Maß her. Und jetzt drehen wir das einmal eine Viertelumdrehung. Jetzt haben wir hier auf dem Außenring, ich hoffe, es lässt sich erkennen, doch, sieht man, einen richtig schönen Wachsring drauf. Jetzt können wir auf die andere Seite rübergehen und haben hier eine perfekte Verteilung. Auch das Wachs können wir hier locker ein bisschen aufstellen, das ist überhaupt kein Problem. Jetzt verteilen wir uns hier ein bisschen was auf der Oberfläche. Das geht mit dem Wachs absolut problemlos. Also mit dem Fussercoat wäre ich da ein bisschen vorsichtig, das so zu verteilen, mit so Spots. Aber das Wachs hier ist absolut problemlos. Wir können auch mal hier unten anfangen. Jetzt gleiten wir hier drüber. Und das ist halt das Schöne am Super Splash. Das lässt sich so spielend leicht auftragen. Also ich muss sagen, das ist das einsteigerfreundlichste, problemloseste Wachs, was ich jemals genutzt habe. Also wenn ihr in das Thema Wachs einsteigen wollt und einfach mal sagen wollt, okay Sebastian, das interessiert mich, ich würde gerne mal so ein Wachs auftragen, will aber nichts Kompliziertes, was mich vor keine Schwierigkeiten stellt, auch beim Ablüften. Ihr könnt das auch hier nach einer halben Stunde runternehmen, ist völlig egal. Das lässt sich immer wirklich sehr, sehr gut auspolieren. Ich habe noch nie Probleme mit diesem Wachs gehabt, dass das irgendwie schmierig war oder irgendwie da vielleicht so einen klebrigen Film hinterlassen hat, den man nicht auspoliert bekommt. Das hatte ich noch nie mit diesem Wachs. Und das ist halt der Grund, warum ich das einfach auch immer und immer wieder euch empfehle und warum es bei mir auch immer in den Favoriten mit dabei ist, weil es super einfach zu verarbeiten ist. So, es ist spielend. Jetzt dasselbe. Wir fangen wieder hier oben an. Mach erstmal die
Seitenkante hier. Jetzt kommen wir hier hoch und gehen jetzt in Längsbahnen von oben nach unten. Haben dadurch wirklich eine wunderbare gleichmäßige Vernetzung. Und jetzt gehen wir wieder die Kante lang. So. Tja. Also Wachs auftragen, das dauert nicht lange. Das geht sehr, sehr einfach und schnell. Auch hier so vielleicht 5, 6, 7 Minuten einfach mal schauen. Das trocknet relativ schnell ab und lüftet gut ab. Und dann können wir es eigentlich schon auspolieren. Also super einfach. Bis gleich. So, und jetzt sind circa 7, 8 Minuten vergangen. Und ich schnappe mir ein einfaches Mikrofasertuch. Camillework Soft Touch, 500 GSM, finde ich perfekt für Wachs. Und jetzt gucken wir uns das einfach mal an, wie gut sich hier das Super Splash auspolieren lässt. Ihr seht, ich habe extra das Licht so gelassen, damit wir das genau beobachten können. Und wenn wir jetzt hier mal drauf gehen, dann sehen wir, dass sich das Wachs absolut problemlos auspolieren lässt. Und das ist genau das, was ich sage, warum ich das jedem Einsteiger sofort ans Herz legen würde. Ich mache das immer so, ich erst mal eine Runde grob. Da können noch so ein paar Rückstände zurückbleiben. Erstmal ganz grob. Ja, da seht ihr schon, nur einmal drüber wischen und es ist schon deutlich zurückgegangen hier. Und wenn wir jetzt gleich nochmal auf eine frische Seite wechseln, haben jetzt alles mit einer Tuchseite gemacht. Wenn wir jetzt nochmal auf eine frische Seite wechseln, können wir auch gerne doppelt nehmen und jetzt im Kreis auch einfach auspolieren. Jetzt guckt euch das mal an. Das ist absolut problemlos. Kein schmieriger, öliger Film, der hier zurückbleibt. Ich versuche mal genau an der Kante hier lang zu gehen. Das ist nicht so einfach, aber absolut problemlos. Also das ist von der Schwierigkeit her, würde ich das unter sehr einfach einschätzen oder einstufen. Es geht wirklich sehr, sehr schön. Und das Abhellverhalten, das kennen wir auch schon aus anderen Vergleichsvideos, absolut Bombe. Das gucken wir uns dann an, wenn es noch ein bisschen aushärten konnte. So, gucke ich mal bei euch. Ein Traum, oder? Absoluter Traum. Schön klar, schön gleichmäßig. Hier drüben haben wir noch einen ganz leichten. So, ein ganz leichter Film war ja noch. Jetzt ist er weg. Also sehr, sehr schön. So muss es sein. So habt ihr ein wunderbar ausgebildetes Wachs. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Ich glaube, da braucht es noch so 2-3 Minuten. Fangen wir mal an. Ich nehme mir wieder hier oben eine frische Tuchseite. Und das sollte ausreichen. Also in meinem ersten Video, da hatten wir noch so leichte Rückstände. Ich finde, das Wachs lässt sich, das kreidet mehr aus. Das ist härter, wenn man das hier ablüften lässt. Das fühlt sich deutlich rauer an als das Super Splash. Das ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen. Das merke ich, wenn ich mit dem Tuch hier drüber gehe, dass ich hier so eine ja, kreideartige Schicht so ein bisschen runternehme. Das merkt man auch hier, das ist richtig fest. Das ist schon mal der erste Unterschied. Und jetzt falte ich das Tuch einmal zusammen und mache auch hier diese ganz entspannte Kreisbewegung. Hier ein bisschen ans Klebeband dran, das ist immer das Schwierigste. Es kann sein, dass beim Klebeband abziehen dann so ein kleiner Rest in der Mitte bleibt. Aber das sollte trotzdem funktionieren. So, hier unten beim Emblem sammelt sich auch ein bisschen was an. Und jetzt gehen wir hier gleichmäßig drüber. Und mit den Tüchern, ja, also da klappt das halt einfach super. Ich habe die euch unten auch nochmal verlinkt, falls ihr da eine Frage dazu habt. Ich nutze die eigentlich für fast alles, außer Keramikversiegelung auspolieren. Oder vielleicht noch fürs Polymer Netshield. Da eignen sich zwar auch, aber da gibt es noch ein paar, da gibt es noch diese 350 GSM-Tücher, die sind dann noch ein bisschen besser geeignet. So, aber hier sieht man genau das, was ich meine. Dieser leichte, ölige Film. Aber der ist wirklich ganz minimal. Seht ihr das hier? Zwischen den Lampen so ein ganz leichter Schleier. Und hier drüben haben wir wirklich eine schöne, klare Oberfläche. Ich nehme mal meine Hand aus dem Bild raus. Und ich glaube, es lässt sich auch so ein bisschen erkennen. Seht ihr, dass das Licht so leicht in diesem Wachsschimmer gebrochen wird, hier in diesen Linien. Und hier drüben haben wir eine ganz klare Oberfläche. Ja, gucken wir nochmal. Bewegen wir auch ein bisschen hin und her. Also auf jeden Fall gut zu sehen. Optisch mit dem bloßen Auge ist das wirklich auch nur ganz, ganz schwer zu erkennen. Aber können wir noch mal drüber gehen. So ist das Bild, was ich so kennengelernt habe von dem Wachs. Von der Laklette her nehme ich mal noch eine frische Tuchseite und wir testen es mal kurz. Also beide fühlen sich, ja, das fühlt sich sehr, sehr glatt an. Beide von der Glätte her gleich. Mal hier unten vorsichtig. Ja, also da gibt es keine gravierenden Unterschiede.
So, und jetzt lassen wir das auf jeden Fall noch ein paar Stunden hier ablüften und dann gucken wir uns das Abhärverhalten an. Von der Verarbeitung her finde ich, wenn ihr hier zu viel Produkt drauf macht, habt ihr richtig Ärger. Kann ich jetzt schon sagen. Ich habe natürlich mit Absicht jetzt hier nicht irgendwie zu viel Produkt aufgetragen, dass wir dann diesen Zusatzärger bekommen. Das will ich ja auch nicht. Also hier nur mein Tipp, tragt hier nicht zu viel auf. Sonst habt ihr hier wirklich Ärger beim Auspolieren. Ein sehr schmieriger, öliger Film. Und wenn ihr wirklich nur wenig auftragt, wie hier, gleichmäßig dünner Film, vielleicht sogar mit Poliermaschine, mit Sealing Pad, dann habt ihr euch wirklich doch wesentlich einfacheres Spiel. So, aber wir sehen schon mal, die optischen Unterschiede sind auf jeden Fall, hier ist ein bisschen so ein leichter Schleier, ne? Sieht man jetzt zwischen die Lampen und hier ist wirklich deutlich klarer. So, und damit ja, sind wir am nächsten Tag angekommen und ich habe mir erst überlegt, okay, wir lassen es wirklich bis zum nächsten Tag in Ruhe aushärten. Und hier haben wir jetzt mal den Look der beiden Wachse. Es ist weder auf Kamera noch hier live irgendeinen Unterschied zu erkennen zwischen dem Soft 99 Super Splash und hier drüben dem Koch Chemie Handwax. Es ist überhaupt kein optischer Unterschied. Es wirkt weder dunkler noch kontrastreicher. Ihr habt einfach die von Yalla Wachs versiegelte Oberfläche, aber es ist hier kein Unterschied zu erkennen. Ja, ein bisschen Lichtbrechung hier von der Linse, das ist nicht vom Lack, aber ist auf jeden Fall optisch komplett gleichwertig. So, und jetzt gucken wir uns mal das Abhärverhalten an. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich gucke das jetzt gemeinsam mit euch hier das erste Mal an. Ich habe das gestern Vormittag gegen 11 Uhr aufgetragen. Jetzt haben wir es 9, also wir haben fast 24 Stunden, die das hier in Ruhe aushärten konnte. Das Fahrzeug wurde auch nur bis jetzt bis hierher bewegt. Also da haben wir auf jeden Fall jetzt genug Aushärtezeit für beide Wachse. Gucken wir uns mal das Abhärverhalten an. Ich bin gespannt. So, ihr könnt euch ja bestimmt noch erinnern. Für euch ist es bloß ein paar Minuten her, bevor ich es aufgetragen habe. Linke Seite, das Waterblock Super Splash, rechte Seite, das Handwax. Gucken wir einfach mal. So, und da sieht man schon mal, beide machen hier wirklich einen guten Eindruck. Mit gut Aushärtezeit sieht das sehr, sehr zuverlässig aus. Wir haben auf beiden Seiten schöne runde Perlen. Es läuft schön nach unten ab. Und wir haben auch hier auf den Ablaufbahnen, sowohl auf der Seite als auch auf der Seite, wirklich schöne freie Bahnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das kann sich definitiv sehen lassen. Ich nutze mal noch den Rest des Wassers aus. Also wirklich sehr, sehr schön. Beide von der Leistung her können wirklich das Maximum herausholen. Sehr schöne Sache. Starten wir jetzt direkt im Anschluss auch mit dem Belastungstest. Wir haben eigentlich nahezu 100% Leistung bei beiden. Und jetzt gucken wir mal, wie standhaft die beiden Wachse sind gegen verschiedene Reiniger. Das wird eine sehr spannende Sache. So, und da sind wir wieder in meiner Waschhalle, weil ich muss euch eins sagen, rechts und links neben mir war richtig viel Betrieb. Das war vom Ton her unangenehm und auch von den Lichtverhältnissen, muss ich ganz klar sagen, war es an dem Morgen nicht so schön. Deswegen jetzt hier direkt auf dem Heimweg wieder da in die Waschhalle und hier ist, glaube ich, ein bisschen ruhiger. Manchmal ist es an der SB-Box echt cool, auch von der Atmosphäre her. Ich drehe auch sehr gerne an der SB-Box, aber wenn wir auch ein bisschen uns darüber unterhalten wollen und ich auch was erklären will und so, dann ist es halt manchmal hier einfach noch ein bisschen entspannter. Und deswegen sind wir jetzt hier. Rückfahrt, wir gucken uns auch nochmal schnell das Abhärverhalten an. Und dann geht's los mit dem Belastungstest. Ich habe dann zwei Kandidaten mitgebracht. Schauen wir erstmal, wie es ausschaut hier. Machen wir nochmal ein bisschen nass. So, da will er. Also Abhärverhalten ist sehr, sehr schick. Sogar noch besser, als wenn diese Staubschicht am Anfang, wenn die dann runter ist. Da sieht das nochmal deutlich besser aus. Also sehr, sehr schön. Hatten wir auch schon festgehalten vom Abhärverhalten sind die beiden wirklich sehr, sehr gut. Also da nehmen sie sich nichts. Da sehe ich jetzt auch nicht hier, muss man ganz klar sagen, da sehe ich jetzt auch nicht hier vierfache Leistung gegenüber
dem etwas günstigeren Produkt, muss man ganz klar so sagen. Jetzt habe ich Folgendes mitgebracht. Einmal die sanfte Variante. Und weil wir ja das Kochchemie Handwax mit dabei haben, habe ich mal hier von Kochchemie den Insektenentferner mitgebracht. Kennt ihr ja auch, wurde auch sehr gerne genutzt, ist auch wirklich ein guter Insektenentferner. Auch relativ mild, wie ich finde. Kein Insektenentferner ist das Schonendste, was es gibt, weil die wollen ja alle hier auch ein bisschen auch Schmutz anlösen und deswegen werden sie auch das eine oder andere Wachs angreifen. Und deswegen haben wir nochmal die Stufe stärker. Aber ihr seht, ich muss ein bisschen haushalten, ich muss mal wieder nachbestellen hier. Mein First ist der klägliche Rest, der noch da ist, aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall noch ausreichen für den Test. Hier steht 2 bis 5 Minuten. Hier steht, ich glaube, 1 bis 3, genau. Also ich denke mal, wir lassen mal beide so 3 Minuten einwirken. Dann haben wir hier das Maximum Einwirkzeit und hier haben wir ungefähr so die knapp die Hälfte. Ne? Also wir gucken uns das mal an, wie das ausschaut hier von der Leistung her. Wir fangen auch an mit dem Insektenentferner. Und weil ich jetzt hier mal keine Tücher oder so legen will, machen wir es mal folgendermaßen. Ich sprühe mal hier auf den vorderen Bereich das auf und sprühe das dann von oben nach unten ab. Das heißt, wir können hier unten den Bereich dann mit dem Bereich hier oben vergleichen. Also, sprühen wir es mal ein. Und dann hier nach unten am besten. Machen wir mal so 50 cm auf beide Oberflächen. Schön deckender Film. Das Wasser, was hier ein bisschen drauf ist, verdünnt das natürlich, aber natürlich für beide gleichmäßig. So, hier drüben noch ein bisschen was. So, jetzt haben wir einen deckenden Film. Und jetzt lassen wir es mal 3 Minuten einwirken. Und ich bin echt gespannt, wie das dann vom Abhärverhalten ausschaut. 3 Minuten, sehen wir uns gleich wieder. So, leichter Zitrusduft liegt im Raum. Hat auch schön hier gehaftet. Und jetzt sprühen wir es mal ab. Einfach mal, wie sich das hier so schlägt. Sprühe es mal von oben nach unten weg. So, gleichmäßig. Ich hoffe, Kamera ist noch aktiv. So. Also, gucken wir uns das mal an. Erstmal hier vom generellen Verhalten her, finde ich, haben wir hier noch eine richtig schöne runde Tropfenform. Ich hoffe, ich gehe mal aus dem Fokus raus. Ist immer noch schön zu erkennen. Und ich platziere euch mal kurz ein bisschen mittig. Und werde mal hier vorne mehr auf die Front schauen. So. Ich denke mal, jetzt ist es sogar noch ein bisschen besser sichtbar, von der Verteilung her im Bild. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Erstmal beim Soft Night hinein Super Splash. Also ich würde mal sagen, seht ihr da jetzt einen Unterschied? Oder seht ihr da irgendwie ein Defizit oder so? Ich finde eigentlich nicht, das sieht eigentlich echt gut aus. Gucken wir mal hier beim Handwax. Seht ihr das hier? Ich finde, das ist ein Unterschied. Gut zu sehen. Auch wenn die Lichtverhältnisse nicht ultimativ sind, aber guckt euch mal den Vergleich an. Das ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied, wie ich finde. Also hier haben wir auf jeden Fall doch das Canauba-Wachs ein bisschen mehr angegriffen mit dem Insektenentferner. Deswegen sage ich auch immer wieder, auch jetzt beim Super Splash oder generell bei allen Wachsen, Kiwami, Neowax und so, testet es erstmal für euch aus. Es kann durchaus sein, dass so ein Wachs halt in der Insektensaison nicht das Beste ist, was ihr da nutzen könnt oder nutzen solltet, weil es halt doch ein bisschen anfällig ist. So ein Wachs ist halt wirklich so ein bisschen die leichteste Verbindung oder das leicht haftendste Produkt und deswegen, das trocknet ja, das lüftet ja ab, stemmt sich sozusagen gegen die Lackunebenheiten und härtet sozusagen auf der Oberfläche aus, aber ist natürlich auch chemisch nicht so stabil wie zum Beispiel eine Keramikversiegelung oder ein Polymanet Shield oder ein Fusecode F7 oder was es da alles für tolle Versiegelungen gibt, Carpro, C-Quartz, Light und alles, was es da gibt. Also ich bin ja da komplett frei und ich mag viele, viele unterschiedliche Versiegelungsarten, aber hier bei so einem Wachs passt er echt auf mit den Insektenentfernern. Man sieht auch nochmal hier, die Tropfen laufen aber bei Super Splash schön runter, ich nehme meine Hand raus und hier beim Wachs, was ja vorher wirklich gut geperlt hat, hat es aber jetzt hier schon ein bisschen angegriffen. Ich hoffe, das ist auch gut sichtbar, auch wenn es nicht so hell ist, aber auf dem schwarzen Lack sieht man es trotzdem gut. Wir sprühen nochmal. Auch hier zieht sich so ein bisschen was zurück, also das ist auf jeden Fall
ganz klar zu sehen. Also ich muss sagen, hier hat auf jeden Fall das Super Splash in dem Test, in dem Belastungstest, glaube ich, ein bisschen für mich die Nase vorn, was die Belastung angeht. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal eine Etage höher und schauen uns jetzt mal den Bereich hier an. Und zwar mit dem First. Ich sprühe mal noch nicht alles, vielleicht können wir noch einen zusätzlichen Test machen. Ich sprühe mal nur auf dieses Feld hier. Ja, es wird schon ein bisschen schwierig hier mit der geringen Menge, aber nur dieses kleine Feld. Ja, ein bisschen. Also es liegt jetzt nicht am Produkt, sondern es liegt einfach an der geringen Füllmenge und an dem Schlauch, der nicht so 100% noch diese Reste aufhängt. So, jetzt funktioniert. Also, ja, ein bisschen zur gleichen Verteilung, wenn nicht einer sagt, ich sprühe mehr drauf. Also, zwei Felder. Ich wollte nicht gleich alles einnebeln. Da können wir einfach uns noch ein bisschen Reserve lassen. Und das lassen wir jetzt auch 3 Minuten einwirken. Läuft natürlich jetzt hier unten mit drüber, völlig irrelevant. Wir haben aber hier oben immer noch freie Flächen, die wir gut nutzen können. Und auch hier an den Seiten, der Bereich ist noch frei, der Bereich ist noch frei. Also wir könnten sogar noch, wenn wir jetzt spontan noch Lust haben, ein bisschen was testen. Wir machen es so. Ich gehe mal rüber in meine Detailing-Halle und suche mal noch vielleicht so ein kleines Sonderprodukt raus. Und wir lassen die beiden mal jetzt 3 Minuten einwirken. Wir sehen uns gleich wieder. So, und jetzt haben wir hier die 3 Minuten auch gleich erreicht. Ich hole mir mal meine Zero Force ran und spüle jetzt mal wieder nach unten ab, dass wir hier oben auf jeden Fall kein Produkt drauf bekommen. Gucken wir uns mal an. Ich bin echt gespannt. Ich bin Super Splash und First. Mal gucken. Also Leute, ich glaube, das sieht für beide nicht so gut aus. Ganz, ganz deutlich zu sehen. Also die Tropfenform ist absolute Katastrophe auf beiden Seiten. Also das haben beide Wachse, ich glaube, nicht gut überlebt. Und deswegen, das heißt jetzt nicht irgendwie, dass die Wachse irgendwie schlecht sind, weil der First ist natürlich schon wirklich ein guter Vorreiniger, ein echt starker Vorreiniger. Und deswegen, ich habe jetzt auch eigentlich nichts anderes erwartet. Also hier die beiden Produkte, in dem Fall haben sie es leider nicht geschafft. Also da haben wir hier wirklich ganz, ganz eckige Tropfen, auf der anderen Seite genauso. Also hier können wir definitiv davon ausgehen, nicht so das beste Ergebnis. Wir haben jetzt aber noch 2 Bereiche frei, einmal hier drüben die Stelle und einmal hier drüben. Hier oben ist ein bisschen vom Licht her ungünstig. Deswegen nochmal ein kleiner Zusatztest und zwar Gravity Pre-Wash 1:1 mit Wasser sozusagen versetzt. Und hier oben, ich habe extra einen anderen Sprühkopf drauf gemacht, der ist nicht passend. Ihr seht hier, der schlägt hier unten an die Flasche an. Also es ist nicht der passende Sprühkopf hier für das Produkt. Aber das war für mich so ein bisschen der Merkpunkt, dass ich hier diese 1:1 Mischung drin habe. Also hier 1:1, einfach mal ein bisschen aufgesprüht. Das letzte Feld. Das gleiche auch hier auf der anderen Seite. Lasse ich auch mal 3 Minuten einwirken. Eigentlich könnte ich es jetzt auch über alles sprühen, ne? Also ich weiß ja nicht, ob es jetzt komplett auch anlöst, aber theoretisch muss ich ja so und so dann alles wieder entfernen. Aber egal, mache ich dann nach dem Video. Gut, lassen wir auch 3 Minuten einwirken, sehen wir uns gleich wieder. So, und dann sind wir wieder 3 Minuten vorbei. Für euch ist immer nur ein kurzer Cut, für mich hier müssen wir mal warten. So, also beide Seiten 3 Minuten Gravity Pre-Wash 1:1 und spülen wir erstmal hier runter. Also das hat das Wachs gar nicht mal so schlecht überlebt. Also wenn man sagt, Gravity Pre-Wash reißt alles runter an Versiegelung, ist auch überhaupt nicht der Fall. Also das hat das Wachs gut durchgehalten, muss ich sagen. Sieht gut aus. Andere Seite. Also ich glaube, boah, schwierig. Genau gleich gut. Ich gucke nochmal schnell hier. Also ich finde, hier braucht der Wasserfilm minimal länger hier drüben auf der Seite, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr gering, muss ich sagen. Sieht eigentlich wie Ausgangszustand aus, ne? Finde ich.
Also schöne, schöne Sache, haben beide gut überlebt, einfach nochmal als Zusatz. Aber hier First war jetzt ein ganz klares Ergebnis. Und beim Insektenentferner hatte hier das Super Splash für mich die Nase vorn. Also auf zum Fazit. Ich bin auf eure Meinung gespannt hier zu den beiden Wachsen, Super Splash und das Handwax von Kochchemie. Wir haben hier tendenziell den vierfachen Kaufpreis. Der reine Produktpreis ist ja hier noch ein bisschen höher, weil wir hier nur 175 Milliliter drin haben. Und deswegen ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, da haue ich jetzt auch nochmal Andreas hier ein bisschen mit an. Andreas, schreib mal bitte unter das Video drunter. Du bist ja ein großer Wachs-Fan und großer Wachs-Sammler und hast so viele Wachs schon in den Händen gehalten, so viele hatte ich, das kann ich über Weitem nicht mithalten. Schreib mal bitte deine Meinung zu den beiden Wachsen unten in die Kommentare. Vor allen Dingen auch den direkten Bezug zueinander. Klar, wir haben hier natürlich einen Canauba-Wachsanteil mit drin. Das ist selbstverständlich. Wer jetzt sagt, ich will einen Wachs, wo wirklich Canauba-Wachs auch 100% mit drin ist, der muss natürlich dazu greifen. Jetzt ist aber die Frage, auch an dich, Andreas, und auch an euch Zuschauer, schreibt es mal bitte unten rein, welchen Mehrwert haben wir jetzt aufgrund des vierfachen Preises gegenüber dieser pastösen Variante, auch in Bezug auf den Canauba-Wachsanteil, weil optisch war zum Beispiel an der SB-Box halt überhaupt kein Unterschied zu sehen bei diesem Fahrzeug. Man hätte ja irgendwas auch klar sehen können. Und es hat mich auch noch mal ein bisschen so bestätigt in meiner Einstellung dazu, dass zum Beispiel so ein Super Splash auch für einen Einsteiger in dem Bereich für kleines Geld, viel Füllmenge, Applicator bitte wegschmeißen, nutzt den hier, dass man da echt einen sehr, sehr treuen Wachsbegleiter bekommt und auch einen schönen Einstieg in diese ganze Wachswelt. Das heißt auch, habe ich auch schon immer jetzt so gemacht, auch beim Kiwami, wenn mich jemand nach einem Wachs gefragt hat, Paste Wax und will ein schönes Abhörverhalten und einen einfachen Auftrag, war das hier neben dem Kiwami zum Beispiel immer mit dabei. Und da haben die Leute gesehen, okay, 25 Euro, das kann man auf jeden Fall machen. Und das kann man auch heute noch machen, problemlos. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Viel Spaß beim nächsten Video und ihr könnt gerne noch mal einen weiteren Wachsvergleich machen. Vielleicht habt ihr zwei Wachs, wo ihr sagt, Sebastian, die sind so weit auseinander, warum auch immer, von den Eigenschaften her oder vom Preis her, testet sie mal gegeneinander. Ich hoffe, ich kann sie dann irgendwo her besorgen, aber vielleicht habe ich sie auch schon da. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Ich freue mich auf euch beim nächsten Wachsvergleich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch hier nochmal so ein bisschen der Anreiz, mal ein bisschen in Diskussion zu kommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Und Andreas, nochmal danke, dass du uns allen das Wachs hier ans Herz gelegt hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.